So, hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play. Moin Moin aus Hamburg heute wieder mal. Und ja, da ich viele Anfragen bekommen habe bezüglich die Runde in ein Let's Play mal komplett zu fahren, also die Map mal komplett zu zeigen, dachte ich mir, mache ich das jetzt einmal. Und zusätzlich habe ich mir dann mal gedacht, so wie sieht es hier mit der Beleuchtung mittlerweile aus und so etwas, wie passt das hier, und dann kann ich das auch gleich hier in einen kombinieren. Ja, da ich das erste Mal jetzt so ein Let's Play mache, muss ich erstmal vorstellen, das hier ist Lucia, das ist der Solaris-Dackel, der will immer mitfahren, egal was ich heute fahre. Ja, dann machen wir mal die Elektronik an. Wir fahren heute in den N2G aus dem 3-Generation-Add-on, sozusagen die zweite Generation. Ja, und wir fahren die Linie 142. So, Kurs haben wir nicht. Linie ist 142. Nachher machen wir mal Kurs 2. So. Dann soll das passen. Oh, 3 Minuten. Wahnsinn. Ob jetzt hier drauf die Ansagen alle funktionieren, weiß ich noch nicht. Ich habe es noch bei den 3-Generationen-Bussen noch gar nicht ausprobiert. Ich war auch mit diesem Bus noch nicht unterwegs. Aber er sieht doch schön aus. Und das Ziel passt doch eigentlich auch. Also, schön aus. Gut. Machen wir mal an, ne? So. Ich glaube, ich muss wieder mal zurücksetzen. Denke ich nie mehr vorher dran. Handbremse vielleicht nochmal lösen. So. Und wollen wir mal schauen, was es hier so gibt. Ja, die wollen immer noch einsteigen. Bisher wurde, wie gesagt, nichts wirklich korrigiert, aber das liegt ja noch an den Urlaub von Michael. Aber sobald er wieder zurück ist und sobald es ein paar Änderungen gibt, werde ich wahrscheinlich auch dann das nächste Let's Play mal wieder machen, weil sonst, denke ich mal, lohnt es sich nicht. Und ich glaube, ihr habt doch genug gesehen, zumindest von mir. Oh, wenn man Guten Tag. Nicht. Tag. Ja, sagen wir es. Moin. Ich hätte gerne einmal Großbereich. Großbereich hättest du gerne. Hätte ich auch gerne. Gut. Oha, jetzt geht's los. So, dann haben wir 4. 6, 8, 10. Ah. Alte, andere Kasse drin. Ah, nicht dran gekommen. Sie haben mir zu viel gegeben. Das weiß ich. Aber ich kann nicht rechnen. Wir machen das jetzt so. Hallo. Guten Tag. Ich habe nicht dran gedacht mit der Kasse. Ich will jetzt nicht gegenrechnen. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Bitte den Fahrschein für den Nahbereich. Das kann ich jetzt zumindest noch austragen. Danke. Moin, bitte den Fahrschein für den Nahbereich. Ich bereite nichts vor. Aber ich dachte, ich mache mal den Fahrkartenverkauf mit. Einmal Großbereich, bitte. Moin, moin. Guten Abend. Dann haben wir Danke. Wenigstens das mal so, dass wir vielleicht die Fahrzeit etwas besser einhalten können, wenn ich irgendwie so doof an den Haltestellen stehe. Denn ich habe schon einmal ausprobiert mit Fahrkartenverkauf und eigentlich funktioniert es so gesehen schon deutlich besser. Aber wenn man natürlich in Harburg ist, dann sieht man, dass hier natürlich deutlich mehr Busverkehr ist und eigentlich der Bus überall Ewigkeiten rumsteht und das nicht an der Haltestelle. Also die Fahrzeiten sind völlig in Ordnung. In echt. Im Spiel wahrscheinlich nicht unbedingt. Ja, stehen wir hier noch so ein bisschen. Müssen wir hier gleich abfahren. Kaum keiner mehr angelaufen. Schon mal zumachen. Dann fahren wir mal ab. Wie schön ich da fahre. Nächste Haltestelle, Harburger Ring. Das sind Power Harbors, ne? Ja, man sieht ja auch gleich, ich hätte bis Harburger Ring 4 Minuten Fahrzeit. Ja,
schon dickes Ding. Also es ist Abend, ja, ein Montag, genauer gesagt heute, obwohl wir gerade erst 9.47 Uhr haben, haben wir es eigentlich schon 19.14 Uhr hier. 19.10 Uhr, gleich 19.11 Uhr. Also wie gesagt, wer das 3-Generationen-Add-on noch nicht hat, ich kann es ans Herz legen, ich kann es euch ans Herz legen, ja, genau, so ist es richtig gesagt. Ist wunderschön, der Bus, auch der C2, aber nur C2 ist jetzt nicht unbedingt so meine Sache. Da ist ihn leider nicht so wirklich in der VH-Ausführung gibt und mir gefällt er in der VH-Ausführung etwas mehr. Und da leider nicht so viel zu modifizieren für mich da ist. Naja, ansonsten das ganze Add-on, Gesamtpaket, auf jeden Fall sehr schön. Da will schon jemand aussteigen. Wahrscheinlich wegen meinem tollen Fahrstil. Ja, wie kommt es eigentlich dazu, dass ich mal das Let's Play mal so ein bisschen anders mache? Also jetzt hier so mit Aufnahme, mit, dass man so mal den Fahrerarbeitsplatz von mir sieht. Ich dachte mir, wäre vielleicht mal eine kleine Neuerung. So sieht man mal, wer dahinter steckt. Und ja. So ist das dann. Und meinem Dackel kann ich ja auch nicht vorenthalten. Und gerade nervt Twitter so ein bisschen in meiner Hosentasche. Böses Twitter. Ich weiß gar nicht, warum es gerade so ein bisschen wackelt und ruckelt. Ich eigentlich ja sonst nicht, aber mal Abwechslung. Ja, stimmt, ich habe ein bisschen die Einstellung erhöht, das stimmt schon. Vielleicht läuft gerade auch noch nebenher so etwas wie Rosa und sowas, aber ja, ich vergesse das auch mal auszuschalten. Ich bereite mich immer nicht so ganz elegant vor, sagen wir es mal so. So. Liebe Fahrgäste, kommen Sie mal. Guten Abend. Guten Abend. Moin. Moin. Tag. Möchte jemand Fahrkarte haben? Ich hätte gerne einmal Großbereich. Großbereich. Ja. Ich weiß Moin. Jetzt nicht, wo hier die Zahlgrenzen sind, aber passt schon. Danke. Guten Tag. Diese tollen Automatikknöpfe beim Verkauf sind die beste Erfindung. Ich habe mir gerade überlegt, welches Modell das sein könnte. Eigentlich müsste es natürlich nur das FR-Kompakt-Modell sein, aber es gibt ja auch schon das AFR-Kompakt-Modell. Jetzt ist es eigentlich ein bisschen doof, die Überlegung gehabt zu haben. Außerdem machen die eh keine großen Unterschiede. Bis auf, dass die Rolle nicht so doll spinnt bei den AFRs. Ja, ne? Hier sind wir. Oh, wir haben schon Abfahrt. Da wollen wir mal, ne? Ich fahre Bus. Nächste Haltestelle. S-Bahn Harburg Rathaus. Übergang zu den S-Bahnlinien S3 und S31. Ist das nicht schön? Ja, eigentlich fährt auf der 142, soweit ich weiß, eigentlich gar kein Gelenkbus, aber ich dachte, so aus meinen letzten Fahrerfahrungen hat man immer so Fahrgäste gehabt, die man draußen rumstehen lässt, und ich wollte diesmal nicht so böse sein und wollte sie alle mitlassen. Und deswegen tue ich das diesmal. So,
Also über den Realitätsgrad der Map, glaube ich, muss ich nicht mehr allzu viel erzählen. Das wisst ihr bereits. Ist das wirklich gerade eine 142 davon? Also wenn der gleich vor mir fährt, dann bin ich ein Böse. Jetzt habe ich nämlich keine Fahrgäste. Ich könnte zwar die da von hinten nehmen, aber... Ich frage mich jetzt, was macht der denn? Ich bin doch auf meinen Kurs. Was macht der auf meinen Kurs? Und wieso ist da kein Fahrer dran? Ist er vor einer Stunde pinkeln gegangen? Kommt nicht wieder? Hat vielleicht einen Pfiff? Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte er auch mit der S-Bahn fahren? Aber da momentan Schienenersatzverkehr ist, ist er überhaupt noch? Ich weiß das gar nicht. War da ja nicht hin. Ja, gut. Vielleicht sollten wir uns vielleicht so eine Minute vor ihn einordnen. Dann kann er uns nicht in die Quere kommen. Oh, ich habe meine Fahrgäste noch nicht rausgelassen. Die beschweren sich bei mir ja auch nicht, ne? Nee. Ich habe nur gute Fahrgäste. So. Vielleicht legen wir nochmal kurz ein bisschen zurück. Vielleicht. Oh Gott. Ist der hinter mir im Bus? Ach, jetzt bin ich. Echt nicht mit rückwärts fahren. Ne? Wir lassen das heute, ja? Ist zu früh für mich heute. Mal nach vorne ein. Vor den PKW ein, dann ärgert er sich ein bisschen. Vielleicht stellen wir uns selber mal neben dem Bus hier und sagen so, hey, na, Kollege, Hochbahn, habt ihr Probleme? Könnt ihr nicht fahren oder wollt ihr nicht? Und was macht ihr Fahrgäste da hinten drin? Ärgert ihr euch gerade, dass mein Bus schneller ist? Mhm. Ja, aber es ist ein bisschen verwunderlich. Also, so lange ist damit noch nicht geladen. Also noch keine 10 Minuten. Denke ich doch. So dass der Bus eigentlich hier noch nicht stehen dürfte, wenn er der Bus davor gewesen wäre. Und eigentlich habe ich meinen Fahrplan, deswegen sollte er eigentlich nicht auf meinen Fahrplan fahren. Aber vielleicht ist es auch einfach nur so ein kleiner Omsi-Fehler, den habe ich auch schon mal so öfter erlebt. Und dann können wir uns alle zufrieden damit stellen. Nächste Haltestelle. Kasernenstraße, Technische Universität Harburg. Technische Universität. Oh, das Lenkrad vibriert. So. Ich glaube, wir hätten nicht. Ne, diesmal läuft das denn. Weiß ja nie. So ein komischer Autofahrer hier. Ja, also meine Beleuchtung bis hierhin war es ganz gut. Hier sieht es ein bisschen, sagen wir jetzt mal so, dunkel aus. Aber die Schwarzenbeekstraße, oder wie hieß die? Warum rede ich eigentlich? Naja, auf jeden Fall die Straße hier, ne? Straßenberg, Schwarzenbergstraße, kann da kommen, irgendwie so eine Art. Auf jeden Fall, hier wird sowieso noch einiges gemacht, weil hier noch so, naja. Es sieht anders aus, als es hier so ist. Joa. Ich buß. Ich fahr. Tuff, tuff. Joa. Muss irgendwie hier so ein bisschen auf die Zeit achten. Weil die Kamera hier irgendwie nur maximal eine halbe Stunde aufnimmt. Und ich denke mal, dass ich das irgendwie doch ein bisschen übertreffen werde.
Was quatscht ihr da hinten so viel? Ruhe. Wieder so die Zeit dafür gefunden habe, wundert mich auch, aber es soll ja mal wieder so vorkommen. Guten Abend. Moin. Moin, moin. Moin. Guten Abend. Großbereich. Boah, Großbereich? Die wollen immer so weit hinaus. Wahrscheinlich noch so ein Umsteiger und sowas. Danke. Falsche Taste. Moin. Tag hier. Guten Abend. Ich denke, ich werde mal Harburger Ring einfach mal das Kamerabild einfach mal neu starten und dann sollte das eigentlich reibungslos funktionieren. Habe ich jetzt Harburger Ring gesagt? Krankenhaus. Ja, immer stimmt nicht. Ich bin ein bisschen leicht angekränkelt auch, aber die Fahrgäste lassen sich einfach nicht von mir anstecken. Bin ich auch ganz froh drüber. Eine rote Ampel. Da stehe ich ziemlich gerne. Nein, muss ich nicht. Irgendwie bin ich schon so mittlerweile ziemlich gewohnt, im Dunkeln zu fahren. Ich sehe das Tageslicht gar nicht mehr. Alles an Licht angeschaltet. Oh. Es hat sich noch keiner beschwert, warum es so dunkel ist. Ne? Dunkeln ist gut, munkeln. Ja, gut. Nächste Haltestelle. S-Bahn Heimfeld. Übergang zu den S-Bahn-Linien S3 und S31. Eine 142. Ja. Ich sehe schon wieder ins Leere. Baustelle. Oha, oha. Mal wieder wunderprächtig gemacht von mir hier. Die werde ich bestimmt gerade die ganze Zeit jetzt beobachten, während ich hier an dieser Ampel stehe. Ich sehe das schon. Jetzt sagen so, Herr Fahrer, was machen Sie denn da? Und ich sage, ich mache ein Let's Play. Mit zwei Videos. Einmal seht ihr alles, was hier so abläuft und hier. Und sie wird sagen, hä? Ja, ich würde sie wahrscheinlich nur sagen, moin moin. Einmal eine Karte für den Nahbereich, bitte. Was anderes kann sie nicht mehr sagen. Oh, Taxi, nimm meine Fahrgäste ab. Du doch nicht. Ja, gut. Tachchen. Tachchen. Hallo. Guten Tag. Tachchen, guten Tag. Guten Tag. Geht moin. Ich hätte gerne einmal Großbereich. Wo wollt ihr alle mit den Großbereichen? Ihr wollt doch alle nur im Kreis fahren, gib's doch zu. Eine Einzelfahrt, Gesamtbereich brauche ich. Gesamtbereich? Warum fährst du nicht auf der anderen Seite? Wo ist mein Fahrschein? Weiß ich nicht, da. Danke. Ich hätte moin. Gerne einmal Einzelfahrt Großbereich. Wirklich? Vielleicht guckt sie mich böse an. Ein Fahrschein bitte. Okay. Danke. Fälle kriegt man echt Angst, ne? Oh, ich könnte nicht freigegeben. Ich bin ein böser Mann. Ich bin in letzter Zeit immer nur so zwei Türe reingefahren. Da fällt das mit der dritten Tür irgendwann nicht mehr so ins Gewicht. Gut, dann fahren wir mal ab. Ärgern den E-Klasse-Benz-Fahrer hier nicht mehr. Oder ist das eine C-Klasse?
Nächste Haltestelle. Tollstraße. Das ist hier auch wunderprächtig, wie weit diese Haltestelle entfernt ist vom S-Bahnhof. So, da ich hier definitiv noch keine Straßenschilder gesehen habe, muss ich eigentlich davon ausgehen, dass hier sich rechts vor links, dass hier rechts vor links herrscht. Haben wir noch Aufsteiger gehabt? Ja. Ich sehe, verspätet mich hier sogar. Aber ich sehe nicht, dass der 142er mehr hinterherkommt. Vielleicht sehen wir ihn sogar noch auf dem Rückweg. Du kommst hier nicht durch. Ja. Nächste Haltestelle. Luhmannsweg. Gilt jetzt hier rechts vor links? Scheinbar nicht. Also, ich möchte Schilder sehen. Die finden wir dann auf jeden Fall. Mahlzeit! Mahlzeit! Nur diese Tür freigegeben. Die Zitaus haben es ja so schön, dass man drei bzw. vier Türknöpfe hat und die Türfreigabe. Da kann man sich entscheiden, was man machen möchte. Willst du noch einsteigen oder bist du nur ausgestiegen? Ja, das nervt auf jeden Fall. Ampel. Ich überlege gerade, soll ich das Video hier so einfügen, also so rechts oder eher links? Naja. Ich glaube links, dann passt es besser. Haben wir hier den Fahrscheindrucker sehen. Nächste Haltestelle. Heimfelder Straße. Heimfelder Straße. Ey, da muss ich gleich wieder links abbiegen. Für manche, die so ein bisschen länger hier schon zuschauen, so ewig viele Videos geguckt haben, Frage, was ist mit dem Playseat? Der ist jetzt weg. Also er ist nicht verkauft, aber er ist weg. Ich hatte mal ein bisschen Platz hier gebraucht und habe mir das dann alles hier so ein bisschen umgebastelt, ne? Moin! Moin! Nahbereich! Nahbereich. So. Danke. Oh, ich bin gut. Ich weiß, Eigenlob stinkt. So, jetzt müssen wir hier abbiegen. Hier so im Dunkeln, das ist mir schon mal so aufgefallen. Diese Boller da, also das leuchtet auch ziemlich extrem auf. Also es sieht aus, als wären die so dauerbelichtet, obwohl sie das nicht unbedingt, glaube ich, so richtig sind. Beziehungsweise sieht das so aus, als würden die selbst strahlen. Irgendwie so. Fahrräder haben keine Chance. Straßenschilder, das fehlt echt hier so ein bisschen. Ich meine, nicht für ungut. Ich bin auch nicht so für den Schilderwald hier, aber ein bisschen muss man schon wissen, was hier so abgeht. So, AKH Burg. Wir haben 24 Minuten hier bei der Kamera, das heißt, die startet gleich neu. So. Stehen wir hier. Nächste Haltestelle. Harburger Ring. Was? Das würde ich aber wissen. So, jetzt schildern wir um auf Bahnhof Harburg und fahrgäste einsteigen.
So, ich werde mal ganz kurz hier einmal die Kamera neu starten. Auf 3 Daten wurde das aufgeteilt wegen den 4 GB. Ich weiß aber nicht, warum er dann nur maximal eine halbe Stunde aufnimmt. Habe ich meine Tür verschlossen? Wie sind die anderen denn hier reingekommen? Habe ich da was verpasst? Ich bin echt überrascht. So. Oh, es kann ein bisschen ganz so regnen. Man sieht es nicht, aber er ist da. So. Oh, wir haben Verspätung. Warum stehe ich hier eigentlich so doof rum? Ist meine Frontscheibe kaputt oder? Warum wird die nicht nass? Ach, so ein bisschen feucht ist sie schon. Ich rede doch schon wieder so zweideutig, aber ich rede von der Frontscheibe. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Lühmannstraße. Hier will keiner mehr über die Straße. Sehe ich das richtig? Ja kaputt. Guck mal, der hat ein Vorfahrtsschild. Also Vorfahrtgewehrenschild. Das ist jetzt gewesen. Vorfahrtsschild. Ich fahr weiter. Sieht ehrlich in meinen Augen so ein bisschen unterbelichtet aus. Guten Abend. Moin. Guten Abend. Mahlzeit. Die Nahbereich bitte. Nahbereich. Danke. Moin. Moin. 9 Uhr Tageskalt bitte. 9 Uhr Tageskalt. Na gut, das könnte sich noch lohnen. Will nix. Danke. Da gibt's schon. Guten Tag. Moin, moin. Danke. Hier. Einmal Nahbereich. Du mich auch so böse an. Ich nehme erstmal sein Geld weg. Na du? Wo ist mein Fahrschein? Weiß ich nicht. Hab ich dir gegeben. Hallo? Ja, ist ja gut. Ungeduldige Fahrgast. Ich hab hinten die Freie gegeben. Jetzt muss ich am nächsten definitiv. Ich lass den auch nicht hier raus. Da ein bisschen kann er auch laufen. Nächste Haltestelle. Forstweg. Oder sie, oder auch das ist. Hätte ich auch in der Mitte aussteigen. Oh, ich fahre ein bisschen zu schnell. Fällt das auf? Ich habe Verspätung, ich darf das. Willst du auch rein? Guten Tag. Nächste Haltestelle. Heimfelder Straße, Lindner. Lindner. Schönes Hotel. War ich noch nicht drin, aber ich behaupte das einfach mal. Und da ist ein schöner Wald.
Auf jeden Fall sieht er schon aus wie ein Hotel. Obwohl das ja eigentlich eher so ein Radisson hier ist. Ich glaube nicht, dass es ein Radisson ist. Ich habe ehrlich gesagt nicht so auf alles geachtet, weil ich ja hier auf der Rückfahrt nicht zu Fuß gelatscht bin, sondern wie ihr ja wisst, mit vor Video bin ich nur zurückgefahren. Guten Tag. Moin. Guten Tag. Moin. Bitte einmal Einzelfahrt Großbereich. Großbereich, okay. Okay, kein Rückgeld. Ach ja, ist ja auch passend bezahlt. Mach ich eigentlich. So abgeht an der Uhrzeit. Nächste Haltestelle, Hans-Dewitz-Ring. Also auf jeden Fall hier noch einiges los. Joa. Sie auch noch Geld zurück. Eine Tageskarte für 9 Uhr. Ab 9 Uhr. Danke. Moin, moin. Guten Abend. Abend. Mhm. Moin. Moin, moin. Der hat an der Uhr gedreht. Haltestelle, Heimfelder Straße. Heimfelder Straße, da war ich doch schon. Déjà-vu-Effekt. You can do not, ich dachte, er wollte mit. Das nächste Mal werde ich nicht so. Nächste Haltestelle. Blumensweg. Blumensweg. Ja, die ganze Zeit Kickdown ist echt nicht schön. Unter Druck gesetzt, dabei habe ich doch minus 0 gemacht. Oh. Ja, ich muss auch erstmal eine Haltestelle sein und diese rote Ampel vermiest mir jetzt alles. Ne? Na, wie heißt es mal so schön? Eigentlich hat man jetzt Zeit und lieber fährt man vorsichtig und ruhig. Den Job behalten. Wenn man es nicht macht, dann poppt man vielleicht richtig an, hat mehr Pausen. Ich finde das auch immer so interessant, ich will jetzt mich auf kein Verkehrsunternehmen so vertiefen darauf. Aber ich habe schon mal so öfter erlebt, so während der Fahrt fahren sie dann meistens alle ruhig und so etwas. Und wenn sie dann auch mal Feierabend haben, dann geben die Gas und rasen so schnell wie möglich zum BTH. Das ist Wahnsinn manchmal. Nächste Haltestelle, Tollstraße. Ich will keiner rein, keiner raus. Ich bekomme es nicht mit. Und die habe ich schon genug im Bus. Nächste Haltestelle. S-Bahn Heimfeld. Übergang zu den S-Bahn-Linien S3 und S31. Keiner will ein Ticket? Doch, du willst ein Ticket, ne? Böser Mann will Ticket. Ich hab einen Zehner. Ich würde ihn hier gerne da reinstecken. Ich glaube, der ist nicht so böse. Wie interessiert das gar nicht? Ist mein Fahrschein? Oh doch, der interessiert schon. Das ist dein Fahrschein. Und du?
mache mir übrigens meine Verspätung immer selbst. Das Wechselgeld stimmt irgendwie nicht. Ich, doch, guck mal genau rein. Da. Da das Wechselgeld stimmt irgendwie nicht. Ja. Noch ein? Mach es noch kleiner vielleicht? Wenn du unbedingt möchtest. So, fangen wir mal ab. Wir standen jetzt lange genug hier in Heimfeld. Den Mann mussten wir jetzt mal ärgern. Oh, wir haben sie sogar noch zu tun. So, 10 Sekunden. Nächste Haltestelle. Kasernenstraße, Technische Universität Harburg. Den kriegen wir. Ohne Bollermann. So, ist das jetzt die 142 von vorhin? Bist du das gewesen? Bist du jetzt losgefahren? Hattest du Langeweile? So. Ich sehe die Sterne. Dieser Grünfall könnte echt schick sein. Ich könnte jetzt sagen, ich möchte rechts abbiegen, also diese Blinkerphase. Dann denke ich so, ach nee, muss ich ja doch nicht. Warte. Und dann steht da jemand von der Bollerei. Oder sagen wir Polizei. Oder sagen wir... Da steht jemand. Ja? In Uniform und sagt zu mir. Ich rede heute auch Schwachsinn. Technische Universität. Ich kenne sie immer nur von der anderen Seite. Bin hier irgendwie immer so. Was machen die denn da? Hallo. Kommt die jetzt nach vorne? Noch keine Ahnung. Ich wollte hier einen anderen Bus haben. Das fährt hier ja noch ein ganz anderer. Ah, das war ein bisschen eingeschlagen. Ein bisschen zu doll. Aber das ist ja ein bisschen zu einfach hier mit den Längen. Schlecht ist das natürlich ein bisschen anders. Nächste Haltestelle. S-Bahn Harburg-Rathaus. Übergang zu den S-Bahn-Linien S3 und S31. Mhm. Was? Ich bin 3 Minuten zu früh? Ja, es kam, weil die alle eigentlich Fahrkarten haben wollten. Wollten aber hinten einsteigen, fiel aber ein, wenn sie Fahrkarten kaufen mussten, können wir nicht hinten einfach einsteigen. Weil sie erst nicht dran gedacht haben, dass sie vorne einsteigen können. Ja. So. Ich glaube, jetzt, wo es ein bisschen dunkler ist, sieht man das schon ein bisschen besser hier bei der Beleuchtung. Also, man müsste hier schon hoffen, dass die auch die Lichter anhaben, ansonsten war es das. Nach der Uhr wird das hier sehr gut. Aber ich leuchte jetzt alles schön aus. Also die Krankenwagen habe ich auch nicht gesehen. Aber ich glaube, dass hier doch auch noch irgendwas im Rahmen ist, wenn ich das richtig so in Erinnerung hatte. Also die wird, glaube ich, hier auch noch fehlen. Zumindest stand hier erinnert. Mhm. Hier haben wir schon wieder dieses nette Problem mit der M14. Also, das muss auf jeden Fall korrigiert werden. Der steht nämlich hier sich doof und dämlich am Ort. Was ist denn los? So. Ich Smartphone nervt mich. Die Fahrt 10.06 Uhr ab Essalamühlfeld bis Heckarten aus. Im Grund LKW in Baustelle, Busse stecken fest.
Wisst ihr Bescheid? Was machen wir denn jetzt hier? Was machen wir jetzt mit hier mit euch? Ja, fahr du auch noch, ja. Es bleibt mir leider nichts anderes über, als zu warten. Wir warten jetzt hier, bis das Piepen aufhört. Ich fahre jetzt einfach durch. Oh, ein Polizeiwagen. Der Smart ist auch noch mitgenommen worden. Ja, wie gesagt, Kollisionen sind auch noch aus, ne? Aber ich werde nachher mal so privat mal mit Kollisionen fahren. Und dann werde ich sagen können, ob hier irgendetwas nicht stimmt. Vielleicht ist da hinten ja auch irgendwas los. Genau an dieser Stelle, wo die M14 fährt. Aber ich muss schon sagen, das geht tatsächlich so ein bisschen. Also es nervt, ne? Ich meine, es ist ja nicht so wie in echt, dass man jetzt einfach nur ein bisschen wartet und das löst sich dann irgendwann mal. Nee, da steht der Polizeiwagen und der sagt sich so, ich bin einfach nur so eine künstliche Intelligenz. Wunderbar. Ich hätte gerne einmal großen Bereich. Wenn ich hier länger rumstehe, habe ich vielleicht noch eine Chance, dass ich ein bisschen länger überlebe. Danke. Bitteschön. Einmal bitte Tageskarte 9 Uhr. Oh, nee, das ist der Gesamtbereich gerade. So. Danke. Bitteschön. So, verschwinde. So, und jetzt habe ich mir das Warten natürlich hier genommen, indem ich da jetzt hinten gewartet habe. Da macht das natürlich auch nicht mehr Sinn. So. Das letzte Mal, dass ich nachts in Harburg war, ist auch so ein bisschen her. Aber es geht jetzt mal so darum. Harburger Ring. Diese schöne Beleuchtung ist ja so schön, ne? So, also vielleicht so vergleichbar mit West-Berlin. Und das da sieht doch so aus wie Ost-Berlin. Ich will jetzt nicht West-Ost, aber das ist ja tatsächlich hier so. Also die Lampen sind ja eher orange als weiß in Ost-Berlin. Also irgendwie passt das da nicht so ganz mit rein. Das sieht komisch aus, so Zelle und dann ist es eher orange und Licht. Wollte ich mal so gesagt haben, ne? Aber wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es rein. Hier unten, so. Michael liest das. Und wenn er es nicht liest, dann sage ich ihm das. So ein Absprungsverfahren, aber mir gefällt es eigentlich. Also auch zu allen anderen Sachen, was hier so passiert, also abgesehen, schuldig, das bin ich eigentlich meistens. Könnt ihr alles hier reinschreiben. Ich leite es weiter, aber größtenteils liest der es. Nächste Haltestelle, Mauerstraße. Bus. Das fällt mir gerade ein, das sage ich jetzt ziemlich spät, aber die Map befindet sich in einer Beta-Phase und hier wird sich noch einiges verändern und nein, es gibt keinen Download zu dieser Map und nein, ich bin nicht beruflich Busfahrer und vorher habe ich es eigentlich schon, aber das kommt vielleicht. Wer weiß. Ich hab doch gar nicht meinen Führerschein gemacht. Dachchen. Ja. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier wirklich noch stehen bleiben sollte, dann kriegt ihr mich weg. Deswegen fahre ich einfach mal nach Harburg runter. Da drückt aber jemand ganz fleißig, ne? Solange er nicht rechts abbiegen will, ist alles gut. Willkommen zum Pierpass. Ich darf fahren.
Aber immerhin fällt mir so auf die Vorfahrtsschilder und so etwas. An den Ampeln sind sie ja dran. Bloß gibt es ja noch nicht das nette Feature, dass zu bestimmten Zeiten die Ampeln mal einfach gelb blinken. Das fehlt einfach noch immer ein bisschen. Sehr geehrte Fahrgäste, das hier ist eine rote Ampel. Unser nächster Halt ist Harburg Bahnhof. Die Fahrt endet hier. Ihr könnt aussteigen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch drin bleiben. Ich fahre ja gleich wieder weiter. Also nicht für euch. Eigentlich fahre ich gar nicht weiter, aber der Bus fährt weiter. Aber weil ihr so einen tollen Busfahrer habt wie mich hier, kommt ihr auch 4 Minuten früher am Bahnhof an und ihr kriegt noch eure S-Bahn. Ja, staubige Luft hier. Wäre ich draußen gewesen, wäre mir das nicht passiert. So. Ach, hier ist es wieder hell genug, dass das Display hell wird. Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass man eine Automatik hat. Normalerweise stellt man den ein, wenn man den haben möchte. Würde ich auch nerven, wenn das immer wieder so mal hell, mal dunkel. Je nachdem, wo man ist. So. Ja, der Pfad fehlt noch, das hat Michael schon gesagt. So, dann mache ich jetzt mal Pause mit euch. Ohne euch. Ich mache jetzt nur. Ich fahre zu meinem Pausenplatz. 78% der Deutschen verbinden. Mit Hamburg Regenwetter, in Köln regnet es deutlich häufiger oder öfter. Ich kann da nicht mal mehr ablesen. Was ist los mit mir? Ich muss Pause machen. Das ist auf jeden Fall. Ich war schon pausenpflichtig von Anfang an. Auch mir hier ist ja noch ein VH, was ist das nicht schön? Die VH unter sich. So, ja. Handbremse gezogen, Motor aus. Blinker aus, Licht aus, so. Und ich würde mal sagen, liebe Leutchen, liebe Menschen, da draußen in der Welt, Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, Daumen hoch oder Daumen runter oder Daumen so. Je nachdem, was euch gefällt. Und kommentieren dürft ihr auch. Ob sich das Abonnieren bei mir noch lohnt, weiß ich nicht. In letzter Zeit kam ja wieder ein bisschen mehr. Aber ich sag's mal so, wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt mir das rein. Dann werde ich mal gucken, ob das noch machbar ist. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.